Willkommen zurück in Star Wars The Old Republic, liebe Leute, mit dem lieben Don. Hallo Don. Hola, buenas. Meine Don. Ich zeig dir mal hier, da gibt's ein Datacron. Kennst du das? Oui. Ja klar, haben wir doch schon gehört. Wow, ich komme mit der Steuerung schon wieder nicht klar. Muss man nämlich darauf und dann darauf. Schauen wir mal, ob der Don das schafft, über die Kiste darauf zu springen. Ja, die Kiste war schon mal das erste Problem. Ja, und dann kommt er hier auf diesen. Wenn du hierher, schau, auf diesen schrägen Felsvorsprung springst. Springen aber noch niemals. Jupp. Yep. Okay. Dann gehen wir hier so weiter, da drüber. Mhm. Ja. Da so nach hinten, immer dem Weg nach, immer weiter dem Weg nach. Oh mein Gott, da man krass wird von keiner Gille kontrolliert. Oh nein. So, und dann müssen wir hier, warte mal kurz, wie? Ja, genau. Einmal da runter. So. Einmal darüber. Ups. Jump. Nee. Und einmal da rüber. Und da hast du wieder einen Datacron. Ihr habt keinen Zugriff mehr auf dieses Datacron, weil ich schon habe mit einem anderen Charakter. Alles richtig. So. Das gar nicht mal so schlecht ist für mich. Und dann, liebe Leute, sind wir immer noch hier auf Drom und Cast dabei, die Heldenmissionen zu machen und sind jetzt hier bei Alte Freunde. Hol dir die Thermaldetonatoren und die müssten hier da so goldene Schätze hier. Schätzchens, müssen die droppen da, ne? Die Abrissexperten. Ja, dann werden wir das mal rausfinden. Juhu. Und Level 31. Ja, prächtig. Das war ein schöner Start für die Folge, ne? Ja. Ich bin erblindet. So, gib Ruder. So, es waren schon mal zwei. Da drüben gibt es noch mehr. Nö, es braucht ja eigentlich immer einer von uns beiden. Ich weiß nicht, haben es für die auch gezählt, die zwei? Nee. Na, dann brauchen wir es beide wohl. Ich zähle ja die Quest für dich nicht. Ist richtig. Eben. So. Also der hier da was haben. Okay. Wir werden angegriffen von hinten. So. Zerstöre Landefähre 1, 2, 3. Bist du auch schon auf diesem Status? Nein, ich brauche noch Tetanatoren. Tetanatoren. Dann holen wir uns da unten noch Tetanatoren. Aha, jetzt bin ich eben zuvor gekommen mit der Blendgranate. Es gibt ja auch Dingens, schon immer eine. Hast? Es gibt ja so Fähigkeiten, die ja da auch da rausholen und so. Ich brauche noch eine. Ja, aber die haben keine. Was du da angreifst, nö. Nö. Nicht alle haben welche. Nur die Abrissexperten. So. Ich glaube, oben müssten auch noch welche sein. Da ist okay. Dann auch schon die erste Landefähre. Müssten mal früh. Ja, da vorne sind die schon welche. Schau her. Die warten auf uns. Genau.
So. Pam. Da ist gelb. Okay, jetzt gehen wir Fähren zerstören. Okay, dann haben wir hier nämlich die erste Fähre. So. Ah, da ist ja noch einer. Ja. So, da ist das Ding. Mal gucken, ob das jetzt für beide zählt. Zählt. Also für mich hat es gezählt. Dann geht es hier hinten zur nächsten Landefähre. Und da liegt noch Loot. Und den können wir dann natürlich nicht liegen lassen. Guck mal nach oben, ist denn da der Knochen? Ja, wie man da wohl hinkommt. Tja. Ich guck mir mal ein Video inzwischen an von Marito. Vielleicht kann man da ja was sehen. So, da ja, drüben, da kann man normalerweise so in der Mitte da durchlaufen, glaube ich, oder? Geht das? Sie haben da unten irgendwas ausgegraben. Wozu auch immer. Man vergräbt die Geschichte nicht ohne guten Grund. Spricht dein Gefährte auch mit dir? Ja, irgendwas mit Geschichte und guten Grund. Und vergraben. So, okay. Hallo, schönen guten Tag. Wie wär's hiermit? Jetzt sind wir wieder geblendet. So, das war dann Landefähre Nummer 2. Nee, der nimmt uns die XP weg. Ach, die XP brauchen wir gar nicht, was da oben liegt. Blinkt denn da? Wir sind eh so überlevelt schon. Ja. Fast die Hälfte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube. Sieht man das da? Warte mal. Stufe 31 Klasse. Okay, sieht man nicht, für welche Levelgebiet es eigentlich wäre. Aber gut, ist halt so. Ja. Es werden zwar, wie gesagt, die Gegner auch unserem Level angepasst, aber das kannst du halt nicht vergleichen, ne? Aber bei mir steht ja quasi Level 17. Und bin 32. Ja, ich bin genau, da steht's. So, da runter mit diesem Aufzug. Aber gerade noch so. Und da müssen wir da jetzt ganz links entlang der Mauer uns schlängeln. So. Und hier da hinten ist dann die dritte Landefähre und dann können wir, glaube ich, zum Endboss dieser Heldenquest uns begeben. Schaut alles einfach mega aus, ha? Stell dir mal vor, du lebst hier. Es gibt schönere Orte. Jo, aber trotzdem, ich finde das schaut schon. Ich stehe auf so futuristische Sachen. Schickt ein Thema. Und auch schon durch. Wenn es also nach mir gehen würde, hätte er so eine Tapete oder was. Okay. Ja. Aber leider geht's nicht immer um mich. Oder noch mehr. Nicht? Na. Verstehe nicht. So. Und Zusatzmission auch abgeschlossen. Das ist doch schön. Ja, und jetzt müssen wir dann da weiter nämlich. Da hinten in die Bude rein. Aber du weißt, dass er leuchtet, oder? Ja. Es leuchtet grün.
Und da müsste dann der Endboss drin sein. Irgend so ein Jedi-Abschaum. Dann schauen wir mal, was wir hier scheuen. Aha. Level 33. Ja. GZ. So. Ist ja gleich Halbzeit. Bis 75 geht's jetzt, ne? Boah, ich glaube 70 oder 75. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube 70. Okay. Ich glaube, was mit 75 mal gewesen. Mag auch sein, mag auch sein. Das ist schon doch ein bisschen her. So Lord Tytonus. Das ist der Lord von Tytonus, dem ich in die Birne schoss. Wir werden niemals beweisen können, dass Lord Graatan hinter den Übertragungen gesteckt hat, die ihre Invasion ermöglicht haben. Aber das ist nicht wichtig. Jeder von Rang und Namen kennt die Wahrheit. Und Graatan verliert bereits an Einfluss und Unterstützung. Lieber Don, welche Heldenquest würdest du gerne als nächstes in Angriff nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen die Schattenbrust, weil dann kann man nämlich schön das, die persönliche Herausforderung mit dem Mandalorianer ganz zum Schluss machen. Was, Hausfrau? Die persönliche jetzt check ich es. Herausforderung. Ich habe eure Hausfrau verstanden, Entschuldigung. Ja, die persönliche Hausfrau von Umberto. Ja. Umbertos Hausfrau. Ach, okay. Okay, ja, ich erinnere mich. Man muss noch winken. Okay. Das ist jetzt da, wo es zu dem... zu dem Weltboss geht, glaube ich. Genau. Genau. Und da ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, jetzt bin ich mir aber nicht sicher, gibt es hier auch noch einen Datagon. Das letzte dann auf Drom und Chaos. Glaube ich. Den, glaube ich, haben wir schon geholt. Wir waren doch hier noch gar nicht. Ah, in Drom und Chaos waren wir schon. Ja, das letzte das hier am Planeten Drom und Chaos, meinte ich. Ja. Ah, ich meine, ich habe mit dem jetzt 3 Datacrons. Yay, und 5 gibt's. Und dann... Und eines davon ist, meine ich, hier. Und das andere, wo war denn das? Das sehe ich jetzt da nicht. Jetzt nicht ordentlich hin. Aber das war entweder bei der Mauer hinten oder ich weiß schon welches, das wir vergessen haben, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das war entweder bei Lord Gratans Anwesen oder bei hinten bei der Mauer. So, Mädel, du nimmst mal das da hier mit. Ach, der Herr baut auch ab. Ja, ich muss noch warten, bis sie wieder blau leuchtet. Dann kann ich mir auch da die Rune holen. Leuchte blau. Hier leuchtet nichts blau. Ah, jetzt. Jetzt da. Und dann. Okay. Da unten ist die nächste Rune. No. Wirst du mir mal im Frieden lassen, ne? Verstehe. Marco, meinst du, sie ist nicht nur zur Ziele da? Nicht. Es ist ziemlich süß anzuschauen. Zumindest süßer als meine Kalio da. Das sollte jetzt nicht so viel sagen. Jeder, wie er es verdient. Ja. Wird jetzt genommen? Na, ich glaube, du musst warten. Nein. Jetzt auch. Ja. Jetzt habe ich es. Dann gehen wir hier links weiter zur nächsten.
zur nächsten Leiche. Da liegt doch schon eine. Irgendwann erwischt es jeden. Du musst es jetzt genau rausziehen. Hä? Ich hab grad tot von oben gemacht und hast mir die Mobs rausgezogen. Ich? Ja, ich hab gar nichts getan. Agro-Zone, das reicht. Ich hülle mich in einem Mantel der Unschuld. So. Dann gehen wir hier rechts neben der Brücke. Also Leute, ich sage euch schon mal, ich kann mich nicht auf jeden Planeten so sehr an die Quests erinnern. Aber hier auf Drom und Kaas, da kommst du halt wirklich mit jedem her. Auch mit den Charakteren, die du nicht dann hochlevelst. Weil das ist einfach der zweite Planet, wo es um was geht. Was geht? Was geht ab? Ich sag's dir ganz konkret. Bist du der Fred? Ja, konkret. Wow. So. Na, geh her da. Was ist ein Huttenbrenner? Huttenbrennen? Was? War alles drin, das hieß irgendwie was mit Huttenbrenner. Hast du das gekriegt? Nee. Weil das braucht man sicher. So. Wenn wir hier jetzt kurz aufmounten, da könnte man kurz schauen, ob es da das Datagron ist, was ich meine. Achso, du warte mal, du brauchst das Ding, oder? Alles gut. Das habe ich. Ja, dann komm. Mir fällt nur eins. Ja, ich weiß. Kopfgeldjägerphase. Okay, dann war das. Ich noch nicht rein. Dann war das, wo hier. War denn das? Hier rechts und normalerweise ist zumindest hier rechts der Weltboss. Ja, da ist der Weltboss. Jotsus Felsenmalmer, wer ist denn das? Das ist auch nicht der Weltboss, oder? Nee. Auf jeden Fall hier rechts, das ist dann wahrscheinlich in der Mittelinsel, da oben, ja? Mhm. Müsste doch, glaube ich, ein Datagron gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher, aber machen wir mal die Heldenquest fertig. Ja. Wir können ja gerne separat mal, da geht's lang. Wir können ja gerne separat mal so eine Datagron-Tour oder was machen. Ja, wenn wir so 50 sind, dann passt es ja vom Level her allgemein. Ja, es passt doch sonst. Einfach mal so generell alle Datagrons. Ja, weil andere sind ja doch dann im alten Endgebiet. Ne? Ja. Da kann ich da nicht rein. Die Rune der... Wo waren die Runenorten? Wir haben eine vergessen, oder wie? Ich sage ja, eine fällt, ne? Wir haben eine vergessen. Warum sagst du das nicht? Ich sage, ich brauche nur eine. Hast du gesagt, ja. Ich hab da nicht zugehört. Ist ja normal. Nur weil ihr weiblichen Charakter spielt, hörst du mir wieder nicht zu, ne? Was? What he says? Da haben wir ganz oben eine vergessen. Das ist ja bitter. Achso, warte mal, bist du hin und da? Ja. Ich schreie schon, wenn ich lost bin. Ich bin immer lost und schreie nicht. Gut, das ist was anderes. Ja. Boah, das ist halt einfach so ein immens globiges Teil, ne? Es kommt davon, wenn man einen Traktor hat und nicht ein Raumschiff. Resi, ich hol dich mit meinem Traktor an. Bin ich auch. Noch einer. Tududum. Liegt das Viech? Was meint er mit noch einer? Das sagt er gerade mein Häschen. Also, ich bin noch hier am Kämpfen. Ja. Alles gut, ich hab dabei herunten gelootet und gekämpft.
kannst ja auch zu mir runterziehen. Oh, ist alles gut. Bin gleich fertig. Okay. Auch ich kann kämpfen. Mhm. Das ist da irgendwo rechts unten sein, oder? Ja, genau da, wo ich bin. Ah, ja. Sehe ich schon. So. Guten Tag. Ja, dann ne, aufmachen und weiter geht's, ne? Ja, dann wieder zurück da und... Jetzt müssten wir rein können dann. In die Phase. Freies Wohl überhaupt rein. Jetzt wollen wir können. Vorher wollten wir, konnten wir nicht und jetzt können wir jetzt wohl. Wahnsinn, ein Wahnsinn ist das. Lieber Don, das ist. Au! Ein Wahnsinn! Jetzt sind wir zum Wahnsinn. Wer will meine Kanone sehen? Der bösartige Slee will meine Kanone sehen. So. Warum hat ein Slee Credits? Weil er einen Söldner gegessen hat, also gefressen, ja. Und der hat halt, ne, Bar Credits in der Tasche gehabt. So, und hier muss man jetzt da diese Runen in der richtigen Reihenfolge, nämlich, aktivieren. Und dann kommt der Endboss, weißt du? Apropos Endboss. Dann wieder nachmachen. Der war falsch. Der war richtig. Der war richtig. Der war falsch. Der war richtig. Glaub an dich. Oh, ich glaube, ich werde es schaffen. Ja, sieht gut aus. Und jetzt kommt es. Der dunkle Sifrut. So. Jetzt mag es dich. Ja, mir kommt generell vor, ich ziehe ein bisschen mehr Aggro als du, ne? Ja, weil ich meine Fähigkeiten schon auf Richtung heilen teilweise drin habe. Außerdem ziehe ich ab und zu ja einen Aggro-Videos, ne? Ja. Ich bin einfach so ein geiler Tank mit dem DD. Ihr habt euren Lohn. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Und unsere Folge ist auch abgeschlossen, liebe Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier, wenn wir uns von dem Planeten langsam vertschüssen. Ciao, baba, euer Marito. Adio.